Nur für den Fall, dass ich die letzte Aufnahme nicht online stelle. Ich habe jetzt 40 Minuten lang gegen ihn gekämpft. Das Ding ist noch nicht fertig, Mist. Ja, 40 Minuten lang gegen ihn gekämpft. Mit ein, zwei neuen Taktiken, dass wir halt nass werden, bevor seine Feuerwelle macht, dass wir immer schön die Feuerresistenztränke dabei haben. Bestes Essen und einfach nur sehr viel Geduld. Es klappt. Man muss sehr vorsichtig sein, aber es klappt. Große Gefahr ist auch die Umgebung, weil andauernd irgendwo neue Tiermonster auftauchen oder hier die Todeskitos. Schon mal nass, das ist gut. Und er hat sich fast komplett geheilt. God. Okay, also wir haben gelernt, die alternative Attacke ist einigermaßen okay gegen ihn in manchen Momenten. Wir können sowohl den Strahl als auch die Meteore blocken, wenn wir nass sind und den Feuerschutztrank haben, den wir übrigens erneuern sollten. Oh, kannst du gerade nicht. Ja, mach ruhig zwei Effekte auf einmal, das ist völlig fair und okay. Aber wir haben ihm wenigstens wehgetan. Nicht sehr viel, aber wir haben ihm wenigstens wehgetan. So, zieh dich zurück, dass wir in Ruhe den Feuerschutztrank wieder trinken können. So. 6, 5, 4. Aha. Dann zu dem Fluss. Nass. Gut. Kleines bisschen noch regenerieren und dann wieder ran, ne? Das kann nicht normal sein. Also ja, wir könnten das Schwert noch einmal aufstufen für 60 Silber oder so. Aber das sollte nicht allzu viel mehr Schaden verursachen. Wir können alternativ auch das andere Schwert testen, aber Zahlen lügen eigentlich nicht. Der Todeskito ist dadurch wenigstens gestorben. Oder dadurch. Oh. Nein, ist er nicht. Interessante Stelle. Ich habe seinen Schwachpunkt gefunden. Au. Okay, zieh dich zurück, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Okay, neuer Plan. Wir springen den Boss auf seinen Kopf und hacken und hacken und hacken. Das ist der Plan. Das ist vielleicht kein guter Plan, aber das ist mein Plan. Ich kann zugucken, wie er sich heilt. Wir müssen mehr warten. Sonst sind wir gleich tot. Ich denke nicht, dass ich es nochmal hinbekomme. Schon netterweise in unsere Richtung. Dann springe ich gleich daneben, bricht mir das Genick. Dann haben wir Leiche Nummer 35 hier rumliegen. Waren ein paar gute Treffer. Ich war nicht auf seinem Kopf, aber ich hing so ein bisschen an seiner Brust so halb. Das können wir wiederholen. Bist denn du?
Ach, so ein Trophäe für einen düster Blob. Ja, immer positiv sehen. Wir haben gelernt, Moskitos halten Meteoreinschläge und Elektrofeuer Eisexplosionen des Todes aus. Mhm. Das ist kriegswichtiges Wissen. Den Ausdauertrank gleich nicht vergessen. Gucken, ob es Sinn macht, in seiner Nähe zu bleiben. Vielleicht hält er sich ja nicht so stark. Noch siehst du uns gerade, ne? Hier sind wir. Hi. Okay, Problem ist, er macht dann halt die da. Können wir nicht so wirklich gut heilen, wenn wir von Meteoren beschmissen werden. Das war mal sein doch. Können wir den... Bleiben. Okay. Das war sehr komisch. Du hast keine Enrage-Phase. Du hast keine Enrage-Phase. Das war vielleicht ein bisschen zu gierig. Ja, zieh zurück, zieh zurück. Weiter zurück. Dass nicht moskitotiert werden. Sonst ist alles gut. Also ja, mega Fortschritte. Durch etwas aggressiveres Vorgehen. Also dranbleiben, gerade bei der Explosion, scheint zu funktionieren. Gerstenwein ist noch aktiv für 3 Minuten. Und halt, dass wir diese eine Phase hatten, wo wir ihn oft erschlagen konnten, weil er konzentriert war, keine Ahnung. Das hat sehr geholfen. Knochenwanze sind 20 Sekunden wieder aktiv. Wenn wir jetzt noch einmal so lange an dem Feeping-Typen drankleben können wie eben, könnten wir ihn fast knacken. Aber sollte ich nicht riskieren. Mach einfach weiter wie bisher. Plus Knochenwanst, vorher noch kurz nass machen. Er ist bei Y. Knochenwanst ist bereit. Nicht zu viel Ausdauer verbrauchen auf dem Weg zu ihm hin. Die mit der Gatter hat gar nichts gemacht. Oh.
Oh, oh, oh. Ja, das war ein Ticken zu gierig und die Meteore haben mehr wehgetan als gedacht. Er ist ein Finger vor Y. Solange ich jetzt nicht wieder so weit hochkriege, ist alles gut. Weg, weg, weg. Neue davon, das geht noch nicht. Die eine Haxe ist schon am Auslaufen. Das ist eigentlich nicht gut. Man nähert sich schon wieder mit Y. Übertrag ist noch eine Minute. Würde eigentlich echt gerne nach Hause springen, um was Besseres zu essen zu holen. Aber das ist nicht gut wegen Knochenwanst und einer Heilung. Komm schon, schneller. Eigentlich kein Unterschied, aber zieht das Ding einmal an. Nass ist gleich ausgelaufen. Können wir jetzt halt neu holen. Wer macht das? Nee. Wenn, jetzt ist hier eine Weile ruhig. Ich glaube, wenn wir jetzt an ihn ranlaufen, dann schreit er zuerst. Also das nutzen wir aus. Wir laufen jetzt ran, hacken einfach zwei, dreimal auf ihn rauf. Und je nachdem, was er macht, bleiben wir. Also wenn er die Meteore macht, laufen wir weg. Und wenn er die Explosion macht, dann blocken wir die Hauptexplosion und bleiben dann im Feuer stehen. Nachdem wir den Wein getrunken haben. Okay, weg. Hört. Bleib schön stinkig. Konzentriere dich auf deinen Hass, nicht auf deine Regeneration. Haben wir jetzt hier? Nein, reicht nicht, okay. Das ist dieselbe Strecke wie jedes Mal, ne? Okay. Zurück. Gut, da ist er schon. Hi. Bitte einmal schreien. Oh. Was macht er da? Wir sind so nah dran, dass er uns nicht ordentlich sehen kann. Das könnte eine weitere Schwachstelle von ihm gewesen sein oder gerade Zufall. Da ist ein Tiermonster. Okay, Tiermonster töten. Magst du die Tiermonster nicht? Komm, 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 komm. Dich packen wir. Okay.
Ausdauer, 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 Ausdauer. Und weg. Weg, 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 weg. Jetzt sollte die Phase sein, wo wir, wenn es wirklich gut läuft, ihn finishen können. Knochenmatz ist ausgelaufen, das ist leider nicht gut. Der Gerstenwein hält noch. Wo ist er? Da hinten ist er. Ah, ist zu weit weg. Weißt du, da an ihm drankommen. Hat er schon was gemacht. Wir könnten einen großen Bogen laufen, aber dann entspannt er zu sehr. Ja, genau, komm schon hier. Und staunt über den Hügel aus an. Ist okay, ist okay. Brauche unbedingt was Neues zu essen. Kleines bisschen noch, kleines bisschen noch. Und go. Ich habe gerade das Beton gehört vom Parieren. Oder war es, weil unsere Parade gebrochen war? Ich glaube eher das. Ach, kleines bisschen Ausdauer. Alle drei Sachen gezündet in zu kurzer Zeit, aber er ist fast tot. Goblins. Dich habe ich nicht gehört. Wobei wir sollen vielleicht erstmal regenerieren und dann das. 12. Was? Todeskito kommt. Okay, 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 okay. Essen läuft gleich komplett aus. Wenigstens über 100. Wein hält noch 2 Minuten. Schrei, 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 Schrei. Nein, es war kein Schrei. Ja, weg. Können Sie was zu essen vertragen? Ich probiere es kurz, ich gehe kurz nach Hause, sonst sterben wir gleich. Wir wissen jetzt ja, dass es besser machbar ist. So.
ausgeruht läuft mir gleich auch hier aus. Das wäre dann nicht gut. Also. Die. Alles an Ausdauer trinken, was wir haben. Kriegst zu viel. Ja, wegen den verfliebten Steinen, die du immer wieder aufhebst, Ash. Fertig. Okay, wir haben Heiltränke. Gott. Jetzt bitte sei nicht wieder bis zur Hälfte hochgeheilt oder so. Ausgeruht. Kommt erst, wenn wir das Nass komplett weg haben. Und dann nochmal ein bisschen, ne? Ja. Gerstenwein läuft auch bald aus. Wir haben jetzt auch nur die zwei Gerstenwein. Danach müssten wir komplett neu brauen. Also wieder 3 Tage. Gemütlich. Ja, okay. Stirb, du Sack. Weg von dem Tier. Ich habe gerade alles gezündet. Ausdauertränke, Heiltränke. Wir waren nass. Und trotzdem sind wir fast gestorben. Okay. Aber es ist immer fitzliger bei ihm. Komm schon. Gefühlt kriegt er. Ich habe gerade Sap schon gehört. Da hinten ist ein Schleim. Ja. Yay, können wir wenigstens mit Deko-Zeug bauen, wenn es hier schief geht. Nein, es geht nicht schief. Wir werden ihn jetzt töten. Wir werden irgendwas Tolles bekommen und dann können wir ganz tolle Sachen bauen und sind viel stärker und können in den Nebel. Ja. 29. 38. Ja. Haben wir da. Ein Schwadenbrunnen. Komischen Geist. Eine Trophäe. Hallo Rabe. Kra, schön dich zu sehen. Ich bin Munin, Bruder von Hugin. Wir bringen Grüße vom Allvater. Seine Augen blicken durch meine. Ich trage seine Worte in meiner Zunge. Befolge seine Regel, dann werden wir uns wiedersehen. Hatten wir Munin nicht schon mal? Und da hat er, dann hatte der andere am Anfang gesagt, ich bin Hugin, der Bruder von Munin. Uff. Ja. Wir können ja einen komischen Brunnen bauen. Schmeiß die verfiebten Steine weg. Den Brunnen testen wir aus. Dann müssen wir die Trophäe noch anbringen und gucken, was das für einen Schutz bringt. Eventuell irgendwas mit dem Nebel. Jetzt aber erstmal weg hier. Der ungekrönte Kopf eines toten Königs. So, was bist du für einen Brunnen? Herstellen? Da. 10 Steine. Ja, irgendjemand hat ein paar Steine hier hingeworfen. Das ist schon praktisch. Oh, habe ich 2 Hämmer dabei? Egal. Bau. Lockt Schwaden an. Sie kommen meist in der Nacht. Meist.
Es ist gar nicht zum Craften. Oh. Willkommen. Wir waren ein seltsames Bauwerk. Ich frage mich, was es anlocken wird. Hocken wir eine Weile hier und warten ab, was passiert. Mir ist langweilig. Außerdem ist es nicht meine Aufgabe, spät in der Nacht auf deinesgleichen aufzupassen. Bleib einfach wachsam und du wirst bestimmt belohnt. Die Schwaden kommen. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade einen sehr anstrengenden Kampf hinter uns oder so, ne? Will ich in der Nähe bleiben? Für Goblins? Oh. Hallo? Sieht putzig aus. Aufheben. Oh, eine Schwade, gebündeltes Licht, Schwadenfackel. Wir flüstern irgendeinen Unsinn. Schwadenfackel. Da war es der Gegenstand selber und... Oh, noch einer. Du kannst Schwade nicht auf Schwadenboden anwenden. Geh mal ganz kurz zur Crafting Bench. Nix. Gebündeltes Licht. Selbst den dichtesten Nebel durchdringt. Ah. Okay. Brauch wieder mehr Silber. Ist das eine einmalige Sache? Braucht es sich? Stein, Stein, Stein. Ja, okay, so braucht sie scheinbar nicht. Es ist anlegbar, genau wie der Gürtel und ähnliches. Das heißt, wir werden nicht den Gürtel tragen können und gleichzeitig das Schwadending da. Wir brauchen dann mehr Schwaden für was? Also es sieht, erstmal sieht es cool aus, ja. Aber wir brauchen es nicht mehr hierfür. Ja. Ne, okay, dann springen wir jetzt zurück zu dem Runenzirkel. Dafür müssen wir hier wieder Osten eingeben. Irgendwas aufgesammelt. Ach, das ist Silber, okay. Metall, Silber, Trophäen, kann das auch mal mit hin? Nee, dich nicht, aber die können da hin. So. Dadurch. Und dann mal gucken, was der Segen jetzt genau macht. Also wir haben dieses Schwadending, um im Nebel besser voranzukommen. Das heißt, die Fähigkeit von ihm kann alles Mögliche sein. Das muss sich nicht darauf beziehen. Aber wir kamen ja schon vorher in den Nebel rein. Das heißt, wir hätten da schon was finden können. Also ich hätte irgendwie erwartet, dass wir jetzt eine neue Crafting Station bekommen oder andere Sachen weiterverarbeiten können. Na gut, gucken wir mal. Also im wahrsten Sinne, das gucken wir mal. Vielleicht sieht es da ja auch komplett anders aus, jetzt wo wir das Licht haben. Oder man kann damit irgendwelche magischen Dinge wahrnehmen, die vorher, auch wenn man da rumgelaufen ist, gar nicht hätte sehen können.
Nebel hin oder her. Vertrauen wir da den kleinen Schwaden, die durchgehen. Unsinn im Chaos reden. Oder was war das? Flüstern irgendeinen Unsinn, ja. Es wird aber schwer zu übertreffen sein, was Knochenwanst uns bringt. Also gerade in einem Gebiet, wo wir jetzt an den Schaben gestorben sind. Und die machen halt physischen Schaden. Klingt es echt gut, immer Knochenwanst dabei zu haben. Heißt, von den Wächtern, die wir jetzt töten können, also die Götter haben uns ja an dem Runenzirkel gezeigt, welche Wächter hier in Valheim gerade vorhanden sind. Das wird sich wohl auch noch mit der Zeit ändern. Wir sind ja doch ein relativ frischer Ankömmling hier. Aber die wir momentan besiegen sollen, sind hier auf den Stein abgebildet. Und da haben wir jetzt ihn gerade besiegt. Und danach bleibt nur das Ding da. Und das wird die Königin sein, deren Lager wir schon gefunden haben. Sehr früh. Von vielen, vielen Jahren trug er eine Krone. Der Himmel war rot, man konnte es sehen. Heute ist er nichts, ist Asche, ist Staub. Doch sein Geist wird niemals vergehen. Wird er sehr wohl. Bob. So, Widerstand gegen Mag. Willst du? Ja, genau das, was wir gebraucht hätten, um ihn zu besiegen, kriegen wir von ihm natürlich. Also Resistenz gegen Feuer, Eis und Blitz. Gut zu wissen. Ja, werden wir aber erstmal nicht nutzen. Es fehlt nur noch du. Ja, nächster Schritt nach Hause. Gut vorbereiten. Also das ordentliche Essen wieder kochen und dergleichen. Und dann springen wir wohin, um in den Nebel zu gehen? Nirgendwo hin. Wir haben ja in unserer Ebenfestung relativ schnellen Zugang zu der Ebene. Also einfach nach Osten. Ein paar Schritte gehen. Und wir sollten, wenn, in unsere nähere Umgebung im Nebel erst einmal erkunden. Auf jeden Fall wieder die Axt einstecken und die Picke, falls wir irgendwas Neues da abbauen können. Alterung und Ausdauergetränke haben wir noch. Frostschutz haben wir hierdurch. Feuerschutz können wir dadurch machen, falls wir... Oh genau, diese Tentakeldinger, die Zecken abwerfen, die könnten wir jetzt vielleicht suchen, aktiv und töten. Aber wir haben neue Rezepte, also schon von... eine Weile bekommen, vor ein paar Tagen bekommen, dass wir aus diesen Zeckengedärmen oder was das sind, was Gutes kochen können. Vorher sind wir halt nur durch Zufall einmal über die gestolpert. Das Tentakelding selber können wir versuchen zu töten, also den Bogen auf jeden Fall mitnehmen und ordentlich Pfeile. Wäre das irgendwas dabei, was uns dann voranbringt, was die Herstellung von Gegenständen angeht? Und mehr Konstrukte suchen von diesen Dunkelzwergen und hoffen, dass da was anderes drin ist, außer Bier und Kupfer. Oh, klingt nach einem guten Plan und ich bin so happy, dass der Typ endlich tot ist. Und wir jetzt hoffentlich nicht wieder in mehrfachen Todesspiralen hängen und Ash endlich wieder über 50 kommt beim Sprint. Ah. Na gut, alles okay, gut. Da durch. So, wir nehmen mit auf unsere Reise. Ich packe meinen Koffer. Das. Das kommt später weg. Die Haxe ist nur so lala. Hase wäre gut, denke ich mal. Nochmal Hase und ein paar davon. Wir können 5 Sachen ranhängen, ne? Ja. Gut. Muss man hier ordentlich anschmeißen. Jo.
Das weg. Steine weg. Die Ausrüstung holen. Ich muss jetzt auch aufpassen, der Hase wird zuerst fertig sein. Diese Loks-Dinger, die brauchen wesentlich länger. Da ist schon fertig, ne? Ja. Hase. Der Bogen. Spitzhacke. Jetzt könnte das andere Schwert besser sein. Angel nicht unbedingt. Den Knochen. Wissen nicht, ob es da nicht auch vielleicht irgendwas Vergrabenes gibt. Mehr Pfeile noch herstellen. Und dann sollten wir auch bald fertig sein. Pfeile und... Wir haben ein paar Stacheln, ja. Es gibt doch ein paar Todeskitos hier in den Ebenen. Oh, die Bläschen, die Jotunbläschen und die Magierhüte unbedingt sammeln. Und dann müssten wir theoretisch auch eine kleine Farm im Nebelgebiet anbauen. Klingt noch ein wenig utopisch. Mal gucken. Wieder zurück. Ich mache mal ein Stack auch hier rein. Dann Gold weg. Die Dinger brauchen wir auch nicht direkt da. Denke ich. Pilze. So. Okay. Noch einmal ausruhen. Dann geht's los.